Sehr geehrte Gäste, ich hoffe, alle verstehen mich. Es ist 16 Uhr. Wir haben hier zur Grundsteinlegung heute eingeladen. Ich möchte Sie recht herzlich dazu begrüßen. Und da wir ja hier ein partnerschaftliches Projekt haben, öffentliche, private Partnerschaft, haben wir uns entschlossen, hier gemeinsam die Sache zu moderieren. Mein Name ist Steffen Böhme. Ich habe die Projektleitung für die BAM Deutschland AG für dieses Bauvorhaben und ich übergebe kurz an die Frau Lenz. Ja, mein Name ist Brigitte Lenz von der Gebäudewirtschaft Leverkusen. Ich habe hier die städtische Projektleitung. Wir würden gerne, weil in 10 Minuten fängt es das Regnen an, doch jetzt zügig mit unserer Grundsteinlegung beginnen. Die Grundsteinlegung hat ja den Zweck, das ist eine sehr alte Tradition, auch schon im Mittelalter wurden Grundsteine verlegt, dem Bau und dessen Menschen, die dort involviert sind, Glück zu bringen und auch den Nutzer nachher Glück zu bringen. Und nachdem jetzt Grußworte und Reden zuerst von Herrn Wichrath, unserem Oberbürgermeister, gehalten worden sind, würden wir dann mit dem Herrn Dr. Häberle, dem Vorstandsvorsitzenden der BAM, weitermachen. Und Frau Gattermann würde sich dann anschließen als unsere Architektin. Und danach würde ich dann ein bisschen durch das führen, was dann kommt, das Befüllen der Schatulle und was wir dann noch dort an symbolischen Gegenständen mitten leihen. Dann würde ich jetzt den Herrn Wichrath ans Mikrofon geben. Ja, sehr geehrter Dr. Häberle, sehr geehrte Frau Professor Gattermann, meine sehr geehrten Damen und Herren aus Politik und Verwaltung, liebe Gäste. Wir stehen hier an dem Ort, wo in den kommenden Wochen und Monaten die neue Hauptfeuerwache und Rettungswache der Feuerwehr Leverkusen errichtet wird. Allein die Dimension des Baufeldes, auf dem wir uns befinden, machen deutlich, dass es sich hier um ein wirklich eindrucksvolles und bedeutendes Bauprojekt handelt, für die Feuerwehr ebenso wie auch für die Stadt Leverkusen selbst. Genau genommen ist es eines der größten städtischen Einzelbauprojekte der vergangenen 2 Jahrzehnte. Der Bau nach Entwürfen des Architekturbüros Gattermann und Schossig wird die derzeitige Hauptfeuerwache Stixestraße und die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Wistorf an der Moskauer Straße ersetzen. Über den Zustand der alten Feuerwache müssen wir hier nicht mehr reden. Ich selbst kann mich noch an den Bau erinnern. Das war vor 47 Jahren und ich selbst kaum war da 10 Jahre alt. Wobei ich immer die Weihnachtsfeiern in ihrer alten Stätte nach wie vor sehr schön finde. Mittlerweile ist der Baukörper baulich schlicht am Ende und zudem längst klein. Die Personalstärke hat sich selbst seither fast verdoppelt. Die Wache entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Berufsfeuerwehr einer kreisfreien Stadt, einer Großstadt. Hier entsteht nicht nur ein neues Gebäude, das den technischen höchsten Anforderungen an eine moderne Feuerwache Rechnung trägt und endlich unseren Feuerwehrleuten und Frauen eine angemessene und komfortable Arbeitsstätte mit Ruhebereichen und Sportmöglichkeiten bietet. Auch Einrichtungen zur Aus- und Fortbildung der Haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrmitarbeiter werden vorhanden sein. Es entsteht zudem ein ausgewogener und einfach schöner Bau, der auch optisch zu einer Bereicherung und einem echten Aushängeschild für Leverkusen werden wird. Ein Bau, der praktischen Nutzen und architektonische Präsenz gleichermaßen vereint. Um ein solches Bauvorhaben auf den Weg zu bringen und erfolgreich vollenden zu können, bedarf es einer intensiven und umfangreichen Planung. Diese nahm bereits 2010 ihren Anfang. Hierbei ist nicht hoch genug zu würdigen, welch großen Kraftakt die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gemeinschaftlich mit viel Engagement bewältigt haben. Die Projektleitung für die vertragliche Gestaltung,
von der Entscheidung für eine öffentliche private Partnerschaft bis zur Vertragsunterzeichnung lag dabei im Finanzdezernat. Hier wurden viele wichtige Fäden für die Umsetzung des Bauvorhabens zusammengeführt, stets baufachlich unterstützt durch die Planer des Baudezernats. Vielen Dank an die Baudezernentin Frau Deppe und vielen Dank an den Herrn Kämmerer Frank Stein. Das beginnt bei der Erstellung einer Machbarkeitsstudie über den Entwurf des Raumbedarfsprogramms, der Durchführung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, der Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens und bis zur Führung der Verhandlungsgespräche. In der Planungs- und Ausführungsphase wechselte die städtische Projektleitung und liegt nun bis zur Inbetriebnahme des Gebäudes und darüber hinaus beim Baudezernat. Die Berufsfeuerwehr und die städtischen Architekten, Mitarbeiter und Ingenieure des Baudezernates haben mit Unterstützung der Planer, der Aßmann-Gruppe und Hunsdorfer Consulting in enger und arrangierter Zusammenarbeit das Raumprogramm sowie die funktionalen, betrieblichen und technischen Leistungsbeschreibungen erarbeitet. Dieses Projektteam sitzt nun seit Sommer 2016 die im Vertrag festgelegten Qualitäten, Funktionalitäten und Anforderungen gemeinsam mit der BAM und deren Planerteam um. Allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich daher an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank sagen. Der erfolgreiche Verlauf der Planungsarbeiten und der Bauumsetzung lässt sich nicht hoch genug einschätzen. Denn die Funktionsfähigkeit einer Feuerwache hängt entscheidend vom guten und vertrauensvollen Zusammenwirken des Bauherrn, der Planer und der Nutzer ab. Sonst könnte auch die Feuerwehr zukünftig nicht erfolgreich sein. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass sich diese gute Zusammenarbeit bis zur Inbetriebnahme im Herbst des kommenden Jahres fortsetzen wird. Ihnen, Herr Dr. Hebele, sowie dem Projektteam um Herrn Böhme und Frau Lenz wünsche ich einen positiven Verlauf und bestes Gelingen für die anstehenden Arbeiten, damit wir die Fertigstellung wie geplant Ende 2018 feiern können. Allen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich einen unfallfreien Ablauf der Bauarbeiten. Und jetzt darf ich an Herrn Dr. Hebele weitergeben. Vielen Dank. Zur Grundsteinlegung lädt man Freunde ein. Und wenn sich jetzt der Himmel etwas zuzieht, dann muss man das als positives Zeichen sehen, denn das Wasser ist noch einer der besten Freunde der Feuerwehr. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath, sehr geehrte Vertreter der Stadt Leverkusen, sehr geehrte Frau Professor Gattermann, sehr geehrter Herr Gutier und natürlich sehr geehrte Damen und Herren von der Feuerwehr, denn für Sie bauen wir ja heute oder beginnen den Bau mit dieser Feuerwache. Liebe Festgäste, ein weiser Zeitgenosse hat einmal gesagt, aus dem hohen Norden, dass es besser ist, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut allmählich Vernunft annimmt. Nun, diese Aussage kann man doch auch ein Stück auf den Neubau einer Feuerwache übertragen. Wir, die BAM Deutschland, werden diese eben notwendige Weitsicht ins konkrete Bauwerk umsetzen. Unser Auftrag erstreckt sich von der Finanzierung durch die LHI über die komplette Planung hinweg bis hin zur Schlüsselfabrikenübergabe. Eine anspruchsvolle Aufgabe, dessen sind wir uns bewusst. Vor allem auch wegen der hohen Anforderungen an die technische Ausrüstung und an das Herzstück der Feuerwache, die Leitstellentechnik. Im Zuge der jetzt schon umfangreichen Bauvorbereitungen hat sich eine gute Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten entwickelt. Dafür möchten wir uns bei der Projektleiterin der Stadt, Frau Lenz, bei der Feuerwehr
bei Herrn Müller und seinen Kollegen und beim Projektsteurer der Stadt, der Aßmann-Gruppe, recht herzlich bedanken. Auch vielen Dank an unsere Planer und dem Projektteam vor Ort sowie allen weiteren Planungs- bzw. Projektbeteiligten. Sie sehen, wir haben kurz nach der Baugenehmigung hier im März begonnen mit dem Rohbau und Ende nächsten Jahr werden wir die Feuerwache in diesem Gebäude dem Betrieb übergeben. Im Zuge der heutigen Grundsteinlegung möchte ich den Bau des Gebäudes, den Bau und des Gebäudes, noch drei Wünsche auf den Weg geben. Möge während der Bauzeit kein Unfall geschehen. Mögen alle am Bau Beteiligten konstruktiv zusammenarbeiten, dass das Werk zur allseitigen Zufriedenheit gelingt. Und vor allem mögen später die Nutzer mit dieser Feuerwache stets die gesteckten Ziele erreichen. Ich möchte es mal so salopp sagen, hoffentlich haben Sie so wenig wie möglich zu tun. Danke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richard, sehr geehrte Vertreter der Politik und der Verwaltung, und vor allem sehr geehrte Mitglieder der Leverkusener Feuerwehr. Auch wenn es jetzt vielleicht ein paar Regentropfen gibt, ist es heute ein besonders schöner Tag. Denn eine Grundsteinlegung ist immer freudig. Wir haben alle, die hier sind und noch viele darüber hinaus, in den letzten Jahren sehr viel für dieses Projekt getan, damit es auf den Weg gebracht werden konnte, damit es in die Planung gehen konnte, und jetzt wird es realisiert. Und das ist immer ein freudiger Anlass. Es ist aber noch etwas bei einer Feuerwehr, was mich persönlich sehr erfreut, dass nämlich die Institutionen unserer Gemeinschaft einen Ausdruck finden. Und zwar nicht einen, der irgendwie, ja, nicht angemessen, nicht adäquat ist, sondern einen adäquaten Ausdruck. Ich finde, das ist ausgesprochen wichtig, dass wir nicht nur Banken und Versicherungen haben, die sich besonders darstellen, sondern dass es gerade die Institutionen sind, die unsere Gesellschaft tragen. Also die Verwaltung, die Öffentlichen, die Polizei und in dem Fall die Feuerwehr. Von daher arbeiten wir sehr gerne dafür, denn man muss auch mal einsehen, die Akzeptanz der Bevölkerung für die Feuerwehr ist immer unangefochten die Nummer eins. In jedem Ranking ist es die Feuerwehr. Und das muss auch sich für mich nach außen darstellen, und das tut es für uns, für Sie aber hoffentlich auch in der Architektur. Auch wenn wir nicht direkt in der Stadt hier sind, ist es ein Gebäude, was für uns wichtig war, dass es optimal funktioniert, denn das ist selbstverständlich für eine Feuerwehr, aber dass es auch einen Ausdruck hat nach außen und auch nach innen. Denn in diesem Gebäude wird nicht nur hart gearbeitet, sondern es wird wirklich dort gelebt. Denn Sie sind hier die Menschen, die Tag und Nacht in den Gebäuden sind und nicht nur für einige Stunden. Und von daher ist es uns ein Anliegen, dass wir Gebäude schaffen damit, die eine gewisse bescheidene, aber Repräsentanz haben, die sehr gut funktionieren und die dann aber auch ein Lebensgefühl darin haben, wo man sich, also Räume, in denen man sich gerne aufhält. Das ist unser Anliegen, und das geht bis zu einem Punkt, der uns gar nichts mehr angeht, bis zur Kunst. Ein Thema, was wir heute nicht vertiefen müssen, aber was für die Atmosphäre aus meiner Sicht schon einiges beiträgt. Aber wir haben bis zur Fertigstellung des Gebäudes hier auch noch etwas Zeit. Ein Satz noch dazu: Es ist ein Verfahren, was hier gewählt wurde, was ich von der kommunalen Seite hier sehr verstehe. Gerade ich komme jetzt aus Köln, der Stadtanzeiger letzten Samstag hat gebracht, dass unsere Oper statt 253 Millionen jetzt spekuliert wird, dass sie 565 Millionen kosten wird. Wie bitte? Solange wir noch eine Zahl genannt haben, ist das ja gut. Naja, wir alle vom Bauen kennen ja das Problem damit, wie wir mit den Baukosten umgehen.
Und diese Verfahren sollen für die Kommunen ja diese Sicherheit bringen, tun sie auch. Für uns alle, das große Team, die daran beteiligt sind, ist es natürlich auch die große Herausforderung, das einzulösen und keine Qualitätsminderungen zu haben. Denn wir sind am Anfang ja nur mit einem Vorentwurf dabei und planen alle gemeinsam und viele Erkenntnisse kommen dabei. Aber dieses Team, so wie wir es jetzt erlebt haben, schafft das. Die arbeiten sehr vertrauensvoll und gut zusammen und von daher sehe ich da auch in diesem Verfahren nur eine Bereicherung und eine Chance, eben dieses, was man sonst hat, bei der Politik, also der Politik das zu geben und den Kommunen das zu geben, auch dieses zu geben. Gut, Wirtschaftlichkeit und gute Architektur, dafür steht unser Engagement als großes Team und ich wünsche natürlich allen, die jetzt hier für die Realisierung sich sehr engagieren werden, eine gute und unfallfreie Bauzeit, damit wir, wenn wir uns zur Einweihung wieder treffen, dann sagen können, der Einsatz aller Beteiligten hat sich wirklich gelohnt für eine funktionale und hoffentlich schöne Feuerwache. Ja, vielen Dank den Rednern. Wir möchten jetzt die Beteiligten nach vorne bitten, die unserer Meinung nach den Bau hier repräsentieren, den meisten Anteil am Gelingen der vertraglichen Erfüllung bringen und die anlässlich unserer Grundsteinlegung dann die Urkunde entsprechend ausfüllen. Auf der Urkunde ist immer verzeichnet, dass wir heute eben als gemeinschaftliches Werk diese Grundsteinlegung veranlassen. Auch ist als Zeitdokument dort vermerkt, dass, ich lese jetzt einfach mal vor, Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ist, Frau Dr. Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Hannelore Kraft Ministerpräsidentin dieses Landes und Uwe Richrath der Oberbürgermeister der Stadt waren. Auftraggeber für das Projekt der öffentlichen privaten Partnerschaft in der Stadt Leverkusen haben und hier jetzt exemplarisch genannt und Anteil am Gelingen haben. Diese Herrschaften bitte ich jetzt bitte nach vorne zu kommen und die Urkunde zu unterschreiben. Herr Uwe Richrath, Frau Deppe, Herr Stein, Herr Greven, Herr Gauthier, Frau Gattermann und Herr Häberle. So, wie eingangs bereits erwähnt, haben wir jetzt hier die Urkunde unterzeichnet und wir kommen jetzt zum Akt der Grundsteinlegung. Bei BAM ist einfach der Spruch Safety First, Sicherheit hat Vorrang. Deswegen würde ich mal bitten, diese Kollegen, die hier vorne stehen und den unmittelbaren Akt der Grundsteinlegung vollziehen, dementsprechend den Helm und die Weste einzuziehen, weil wir gerade jetzt als nächstes den Kranbetrieb einsetzen werden, um dementsprechend die Sicherheit zu haben, bitte die Ausrüstung anzulegen und wir werden dann hier mit zünftigem Mauermörtel den Deckel auf den Grundstein dann drauflegen. Vorher wird aber Frau Lenz noch kurz mitteilen, was hier in die Urne
mit einzulegen ist. So, wir legen jetzt in unsere Zeitkapsel aus Kupfer, legen wir hinein die Urkunde, die jetzt eben unterzeichnet wurde, zwei aktuelle örtliche Tageszeitungen, den Grundrissplan des Erdgeschosses. Wird das ja noch höher? Ja, aber wir machen ja Grundsteinlegung. Okay. Dort werden wir oberhalb des Fundamentes nachher diese Zeitkapsel einbauen. Weiter hinein legen wir die Armschilder der Feuerwehr. Die Ärmelabzeichen der Feuerwehr. Der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Und wir legen hinein, als Spende von Herrn Gauthier, dem Finanzier, den aktuellen Münzsatz der Bundesrepublik Deutschland. Das war's. Könnt ihr noch ein bisschen dichter rankommen, da die hintere Reihe? Zusammen reinlegen. Ja. Alle beantworten. Oh, die beste Grundsteinlegung, die ich heute hatte. Halt, stopp, halt, hier ist noch einmal. Als nächstes werden der Herr Teves und der Herr Stülvesand den Speis, den Börtel reichen, entsprechend auf die Kellen. Für die, die es jetzt nicht sehen, die Kellen sind graviert, die Hämmer sind graviert. So, dann werfen Sie mal den Mörtel an, Herr Oberbürgermeister. Einmal drehen, ja, was? Ja. Das ist anmischen, sagen Sie. Endlich sehe ich den mal arbeiten. Wir haben auch noch einen Sack da. Der hätte eigentlich schon eine Stunde stehen müssen. Der ist schon angezogen. Ja. Noch eine Stunde hätte noch stehen können. Der Mann. Regen, gucken Sie mal, ob das richtig ist. Ja, super. Jetzt war noch Maschinenbauingenieur. Also, ja. Der kennt schon mit Spieß aus. Jetzt bitte jeder, der eine Kelle hat, oben auf die obersten Steine ein schönes Bett legen. Ja, das können wir ja auch noch mal zusammen machen. So. Ja, genau. Ein Bett? Ja, das ist aber viel. Wir kommen überall. Einfach Das sieht schon gut aus und jetzt bitte ich Sie einfach mal einen Schritt zurückzugehen, weil die Platte jetzt reinschwenkt. Von da. Da kommt doch so nicht. Ach so, scheißegal. Warte, ich muss mal.
Für die Bilderschrecke. Das von der Seite. Steht da gar keine Nummer drauf, keine Jahreszahl. Das ist schon alles angetrocknet. Oh, oh, die Kamera, die Kamera, die Kamera. Ja, ist das Ding Katze, ne? Oder Maus? Katze, ne? Können das nicht die Herrschaften auch nochmal? Ich würde Sie jetzt bitten, die Hämmer in die Hand zu nehmen, beziehungsweise jetzt die Damen vielleicht auch noch einmal und die anderen Herren, die noch keinen Mörtel angegeben haben. So ein bisschen. Ich weiß nicht. Noch ein bisschen zurück. Das ist egal. Und dann auf den Stein zu klopfen, auf das es uns und der Baustelle Glück bringen mag. Auf den Stein? Können wir noch so ein bisschen, einmal ein bisschen rumrutschen? Ja, genau. Gut, so reicht. Ja, das hat alles prima geklappt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Zwei Tageszeitungen bin ich heute nicht so ganz erfreut drüber, aber wie gesagt, ich kann mir die Presse nicht immer aussuchen. Deshalb, ich bin sehr persönlich auch sehr froh, dass wir heute hier auch den Grundstein gelegt haben für die neue Feuerwache. Ich bin ja selbst auch eben bei Ihnen gewesen, auch ich weiß den Zustand der Feuerwache. Ich habe es ja eben auch nochmal geschildert, 47 Jahre. Das bedeutet, da haben ganz lange jetzt auch Feuerwehrleute drin gelebt, noch ein Jahr bis 2018. Dann haben sie es geschafft, dann haben sie genau die Städte, die sie auch brauchen, um eine hochtechnische, hochmotivierte Feuerwehr im Berufsfeuerwehrbereich, aber auch im freiwilligen Feuerwehrbereich. So arbeiten wir hier in Leverkusen gut zusammen. Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass wir diesen Schritt gemacht haben, ein großes Bauvorhaben in meiner Amtszeit. Das wird immer auch mit mir in Verbundenheit gebracht werden, für mich persönlich. Ich darf Sie ganz herzlich einladen in das Zelt und wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet und vielleicht das eine oder andere Gespräch. Vielen Dank. Wir haben auch am Eingang noch ein paar kleine Flyer ausgelegt und auch einen Zollstock mit einer kleinen Gravierung von dem heutigen Tag. Wie gesagt, sind Sie herzlich eingeladen, sich dort einen Zollstock und die entsprechenden Flyer geben zu lassen. Danke.